Mein Name ist Frank, ich bin 73 und ich bin Rentner. Am Alter an sieht man das. Ich habe 40 Jahre geraucht. Bei der Arbeit habe ich immer mehr Luftschwierigkeiten bekommen, also Atemnot. Und bin dann einmal zum Arzt. Der Arzt hat gesagt, ich soll aufhören rauchen. Es ist dann 9 Jahre gegangen, weil ich dann ein zweites Mal zum Arzt musste. Dann bin ich zum Lungenspezialist gekommen. Der hat dann COPD festgestellt und dort habe ich aufgehört zu rauchen. Auf Pneumoreha bin ich aufmerksam worden durch einen Flyer von der Lunge Zürich. Ich habe mich dann gemeldet beim Kantonsspital Winterthur für die Reha. Und ja, ich bin dann angenommen worden und habe es gemacht. Die Fachpersonen spielen eine grosse Rolle im Kantonsspital Winterthur. Zum einen in der ersten Reha bin ich eigentlich so mit dem Gedanken angegangen, nützt es nichts, so schadet es nichts. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich eine sehr gute Betreuerin hatte, die mich sehr motiviert hat. Dadurch hatte ich auch den Willen gehabt, zum Leisten zu bringen. Ich habe das auch im Alltag gemerkt, und zwar aus folgendem Grund. Meine Kollegen haben plötzlich das Gefühl gehabt, ich habe keine COPD mehr. Ich schnaufe gar nicht mehr so fest, ich drücke mich ganz normal verhalten. Die zwei Pneumo-Reha, wie auch die Lungen-Reha dazwischen, haben mir eine Struktur gegeben, über die Woche. Man trifft Kollegen und wir haben wirklich Kollegen. Also, wenn wir uns einfach manchmal ein bisschen konkurrenzieren, wer jetzt mehr Gewicht stemmt oder wer jetzt schneller ist auf dem Velo. Dank den Behandlungen, die ich erfahren durfte im Kantonsspital, habe ich wieder Lebensfreude gefunden. Ich bin auch ich gehe wieder gerne meinem Hobby nach, wie ihr seht, mein Oldtimer. Und das ganze Leben macht mir einfach mehr Freude, weil ich denke gar nicht mehr daran, was COPD eigentlich ist. Ich spüre es einfach, aber ich denke nicht daran, was es ist.